Die Charivari Main-Franken-Tour 2021. Wir sind für euch unterwegs in der Region und berichten über das, was um euch herum passiert. In dieser Woche schwerpunktmäßig aus Marktheidenfeld und Umgebung im Landkreis Main-Spessart. Ja, und auch hier können wir nur sagen, was wären wir nur ohne die Männer und Frauen der Feuerwehr? Immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird, sind sie da. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, egal ob es brennt bei Hochwassersturm, ja, oder auch wenn sich einfach nur mal wieder Nachbars Katze auf dem Baum verirrt hat und sich nicht mehr runtertraut. Von daher geht jetzt mal ein riesengroßes Dankeschön raus an alle Feuerwehren da draußen. Egal in welchem Landkreis ihr sitzt, ihr macht einen richtig tollen Job. Danke, dass ihr immer da seid, wenn wir euch brauchen. Eine dieser Feuerwehren bei uns in der Region, das ist die Freiwillige Feuerwehr aus Marktheidenfeld. Gemeinsam mit 5 weiteren Stadtteilfeuerwehren ist sie mal in erster Linie für das Gebiet in und um Marktheidenfeld zuständig. Allerdings ist sie auch eine von 4 sogenannten Stützpunktfeuerwehren im Landkreis Main-Spessart und damit auch für Sonderaufgaben und speziellere Einsätze verantwortlich. Also, langweilig wird's den Jungs und Mädels dort nicht in Marktheidenfeld. Das Aufgabenspektrum ist groß und auch Corona ging an der Marktheidenfelder Wehr nicht spurlos vorbei. Wir haben uns mal mit dem Kommandant Bernhard Nies unterhalten. Inwiefern hat euch denn Corona tatsächlich gefordert? Das Ehrenamt bei der Feuerwehr funktioniert nicht nur wegen der Technik, sondern vor allem auch wegen der Kameradschaft und des Zusammenhalts. Diese Kameradschaft ist ja momentan eigentlich de facto nicht möglich. Wir müssen uns darauf beschränken, uns online in irgendwelchen Foren zu treffen oder mal zu skypen. Aber die eigentliche gelebte Kameradschaft, die für eine Feuerwehr enorm wichtig ist, die liegt momentan am Boden. Und da muss man einfach schauen, dass man Alternativen findet, um die Leute auch bei der Stange zu halten, um sie zu motivieren, dass sie überhaupt bereit sind, weiter mitzumachen. Ja, und da wart ihr äußerst kreativ in Marktheidenfeld. Genau so eine Alternative habt ihr nämlich gefunden in Form von Online-Schulungen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das letzte Mal ging es zum Beispiel um Geräte für die einfache technische Hilfeleistung, wo wir hier vor der Kamera die einzelnen Geräte vorgeführt haben und die Funktionen erklärt haben. Sicher ist es keine praktische Ausbildung, aber zumindest haben die Leute wieder mal gesehen, stimmt, diese Geräte haben wir ja auch noch auf dem Fahrzeug und die funktionieren so und so, um sich einfach das Wissen wieder mal aufzufrischen, um zu sehen, da sind die Knöpfchen, auf das muss ich achten. Ja, und dass diese Online-Schulungen überhaupt stattfinden können, das ist auch nur diesem großen Engagement der Truppe in Marktheidenfeld zu verdanken. Denn das ist schon mit sehr viel Arbeit und persönlichem Einsatz verbunden, sowas überhaupt mal auf die Beine zu stellen. Wer Lust hat, die Marktheidenfelder Feuerwehr aktiv zu unterstützen, man freut sich immer über neue Kameradinnen und neue Kameraden. Und ich glaube, da spreche ich für alle Wehren. Man ist immer froh, wenn sich jemand findet, der unterstützt. Also wenn ihr da Lust habt, wendet euch einfach an eure örtliche Feuerwehr. Da ist man immer offen für neue Gesichter. Das ganze Interview mit der Marktheidenfelder Feuerwehr könnt ihr nochmal nachlesen bei uns im Internet auf meincharivari.de, auch zum Nachhören das ganze Interview. Und da findet ihr auch noch weitere Infos rund um unsere Main-Franken-Tour 2021 von Charivari, eurem Radio von hier. Einfach mal reinklicken auf meincharivari.de. Eine Woche, in der wir auf unserer Charivari Main-Franken-Tour in Marktheidenfeld und Umgebung unterwegs sind. Viele spannende Menschen und nette Geschichten haben wir da schon gehört und Menschen getroffen, unter anderem Bernhard Nies. Er ist Feuerwehrkommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr in Marktheidenfeld und er ist sehr, sehr stolz auf seine Truppe da. In der Stadt Marktheidenfeld habe ich aktuell 62 aktive Mitglieder. Davon sind ungefähr 15 Doppelmitglieder, das heißt, die sind auch noch in einer anderen Wehr aktiv. In der Regel fahren wir so zwischen 190 und 200 Einsätze. Im letzten Jahr waren es 170. Die geringere Zahl erklärt sich damit, dass viele Veranstaltungen, die wir unterm Jahr absichern müssen, alle nicht stattgefunden haben. Vom Aufgabenaufwand her war es aber ansonsten ein normales Jahr. Ja, und da kommt natürlich einiges zusammen. Da wird oft die Hilfe der Feuerwehr gebraucht, egal ob es brennt bei Hochwassersturm oder was auch immer da alles so los ist. Und wie wir gehört haben, es ist ja ordentlich Engagement da in der Feuerwehrtruppe. Also da gibt es ja dort in der Region offensichtlich keine Sorgen. Je größer der Fuhrpark ist, je mehr Ausrüstung da ist, je mehr Möglichkeiten bieten sich dem Einzelnen auch, sich vielleicht in dem einen oder anderen Fachbereich auch zu engagieren. Es ist ja nicht so, dass hier jeder alles kann, sondern wir haben schon auch gewisse Fachbereiche. Die Ölwehr ist wieder ein anderer Bereich als der Atemschutz. Wir finden eigentlich oder für fast jeden eine Aufgabe, die dann auch zu seiner Persönlichkeit passt.
Also vielfältige Entfaltungs- und Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten dort bei der Feuerwehr in Marktheidenfeld. Deswegen sind sie alle so motiviert und so fleißig und sie sind sogar auch noch geduldig. Aktuell wird nämlich eine neue Feuerwache gebaut, hat aber so ein Weilchen gedauert, bis es wirklich soweit war, nämlich knapp 30 Jahre. Es gibt eine Festschrift von unserem 125-jährigen Jahrtag. Und da steht im Vorwort des damaligen Bürgermeisters auch drin, ja, wir müssten so langsam mal drüber nachdenken, der Feuerwehr Marktheidenfeld ein neues Gebäude zur Verfügung zu stellen. So sinngemäß steht es da drin. Also das zieht sich schon über einen längeren Zeitraum, bis dann wirklich der Beschluss gefasst worden ist, ja, wir bauen auf diesem Grundstück wieder. Also, und dann kann es auch, ja, gut weitergehen in der Zukunft. Bernhard Nees war das, der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Marktheidenfeld. Ihn haben wir getroffen auf unserer Mainfranken-Tour in dieser Woche in Marktheidenfeld und Umgebung. Mehr über die Feuerwehr dort und über viele andere spannende Geschichten aus dieser Region könnt ihr natürlich immer auch nochmal ausführlich nachhören und nachlesen bei uns im Internet. Ja, und wir von Charivari, wir sind aktuell ja für euch unterwegs bei der Charivari Mainfranken-Tour 2021, stellen interessante Menschen, interessante Themen vor. Jede Woche ein anderer Schwerpunkt und ja, diese Woche geht's um Marktheidenfeld und Umgebung. Und jetzt werden wir uns mal mit der Feuerwehr in Marktheidenfeld beschäftigen. Ganz klar, in jedem Ort, Feuerwehr super wichtig, immer für uns da, wenn Hilfe gebraucht wird, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und ja, eine dieser Feuerwehren bei uns in der Region ist die Freiwillige Feuerwehr aus Marktheidenfeld. Gemeinsam mit 5 weiteren Stadtteilfeuerwehren ist sie in erster Linie für das Gebiet in und um Marktheidenfeld zuständig. Allerdings ist sie auch eine von 4 sogenannten Stützpunktfeuerwehren im Landkreis Mainz-Spessart und hat damit auch Sonderaufgaben. Und da wollen wir mal nachfragen bei Kommandant Bernhard Nees. Herr Nees, welche Aufgaben haben Sie denn als Stützpunktfeuerwehr? Wir haben neben der allgemeinen Aufgabe, dass wir für den Brandschutz in der Stadt zuständig sind, auch noch diverse Sonderausrüstungen, teilweise vom Bund, teilweise vom Landkreis Mainz-Spessart und nehmen hier überörtliche Aufgaben wahr, auch in einem größeren Umfang, nicht nur im Stadtgebiet. Und was sind da solche Einsätze und Aufgaben, die Sie da haben? Sonderausrüstung haben wir zum Beispiel vom Landkreis, die Ölwehrausrüstung für den Main. Das heißt, wir sind auf dem Main für das Aufhalten und Auffangen von Öl zuständig. Wir haben einen separaten Gerätewagen Strom. Wir haben einen Rüstwagen mit schwerem Rüstgerät für Verkehrsunfälle, der auch vom Landkreis beschafft ist und nehmen hier eben Sonderaufgaben wahr. Also, wenn was passiert in und um Marktheidenfeld, die Freiwillige Feuerwehr, die ist wirklich für viele, viele Dinge vorbereitet. Toll, dass es sie gibt.